Meine Stimme ist wieder da, das heißt auch, ich darf nun endlich ein Video für euch machen. Ich habe es euch aufgeschrieben, das ist ein bisschen krumm und schief. Irgendwie ist auch mein schwarzer Marker dann leer gegangen, habe ich mit Gold weitergeschrieben. Heute ist Samstag, das heißt, in der Regel wäre jetzt unser Teamworkout-Tag. Ist leider nicht, weil wir alles zu Hause machen müssen. Aber die Länge bleibt gleich. Wir wollen ein 40-minütiges M-Rap machen und dafür müssen wir uns entsprechend warm machen. Wir haben drei Blöcke für die Erwärmung. Und zwar, der erste Block sind 2 Runden, 20 diagonale Mountain Climber und 15 Air Squats. Für die diagonalen Mountain Climber geht ihr einmal in die Liegestützposition. Bauch ist fest, Po ist fest. Und anstatt nach außen zu gehen wie sonst, wollen wir jetzt nach innen gehen. Das heißt, hier wechseln. Und jede Wiederholung 1, 2, 3, 4 und so weiter. Bis ihr 20 Stück habt. Hinten dran kommen 15 Air Squats. Also wie immer, Beine ungefähr schulterbreit, leicht ausgedreht. Oberkörper ist oben, wichtig, Fersen sind am Boden und die Knie wollen natürlich nach außen. Die Hocke und wieder aufstehen. 15 Stück. Das Ganze für 2 Runden. Wenn das geschafft ist, wollen wir Teil B machen. Dies sind diesmal 3 Runden. 3 Runden, 10 Reach-Through in der Plank-Position und 5 Burpees. Also Plank-Position und von hier will ich jetzt quasi einmal durch und mich oben ganz öffnen. Das wäre Nummer 1. Dann nehme ich die andere Seite einmal ganz durch und mache mich hier wieder groß. Der Kopf kann da gerne mitgehen. Habt ihr eine schöne Rotation oben im Rumpf. Burpees sind, glaube ich, klar. Muss ich nicht weiter vormachen. 5 Stück, 3 Runden davon. Und dann haben wir Teil C. 3 Runden. 10 High Knees, im Turn wäre das den Hebel auf, ist ganz oben, zack, zack. Und hinten dran kommen 10 Tuck Jumps, da werden sich gleich eure Nachbarn für bedanken. Hochspringen und die Knie anziehen. Ja, 5 Stück hintereinander weg. Und dann solltet ihr ganz gut warm sein für das, was jetzt kommt. 40 Minuten lang, das ist ein M-Rap, das heißt, ihr wollt so viele Runden wie nur möglich schaffen. Gerne zählen, wenn ihr sagt, irgendwie zählen ist nicht. Was ich ganz gerne zu Hause mache, ich nehme irgendwie ein paar Stifte und lege für jede Runde einen Stift an die Seite. Quasi alternativ zum Linienziehen. Und zwar, die Katze guckt schon ein bisschen komisch. Ich störe sie gerade ein bisschen beim Schlafen. Die ist sowieso schon vorher genervt, dass ich so viel zu Hause bin jetzt. Muss sie durch. 40 Minuten lang. Wir wollen zuerst 2 Wall Climbs machen. Heißt, wie immer, auf den Bauch legen und die Wand hochlaufen. Muss ich, glaube ich, nicht vormachen. Wichtig ist, oben soll der Bauch fest sein, der Po fest sein und in so einer leichten Hollow-Position sein. Wenn ihr sagt, bis nach ganz oben, Nase an die Wand ist nicht, ist irgendwie blöd, geht nur so hoch, wie es für euch am besten ist. Okay? 2 Stück. Nach den 2 kommen Burpee-Tuck-Jumps. Die haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ist eine Verbindung aus einem Burpee und einem Tuck-Jump. Also, ich lege mich auf den Boden, mache meinen Burpee und jetzt hänge ich einen Sprung mit hohen Knien hinten dran. Genau. Dann kommen Side Plank Raises. 10 Stück pro Seite. Also gehe ich in die Side Plank, gucke, dass entweder meine Füße übereinander sind oder voreinander. Ist beides in Ordnung. Guckt nur, dass sie hier von der Hüfte relativ aufrecht sind. Und den Arm könnt ihr nach oben machen oder ran und dann wollt ihr bis kurz vor den Boden und wieder hoch. Jede Seite 10 Stück. Dann haben wir 14 laterale Sprünge. Die machen wir sonst immer über die Langhantel, wenn ihr euch erinnert. Ihr dürft jetzt ein Objekt nehmen. Beispielsweise den guten alten Toaster. Toaster hier hin, 14 Mal rüberspringen. Hat natürlich jetzt den Vorteil, wenn ihr gut schwitzt, schmeckt zumindest das nächste Toast noch ein bisschen nach Schweiß. Wer sagt irgendwie, Toaster ist blöd, will ich nicht unbedingt nehmen. Könnt ihr alternativ auch ein anderes Objekt nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Posterrolle. Geht genauso gut. Je höher die ist, desto höher müsst ihr natürlich springen. Das heißt, da könnt ihr selber so ein bisschen entscheiden, wie hoch ihr springen wollt und wie viel Intensität ihr dem Ganzen geben wollt. Gerne, wer möchte aber über einen Toaster und dann auch gerne ein Video von machen. Ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch 18 Flutter Kicks. Flutter Kicks ist im Grunde auch wieder was für Mittelkörper.
Ihr geht in die Hollow-Position. Wer möchte, kann gerne die Hände von unterm Po legen. Wichtig ist hier, der Rücken ist am Boden. Und jetzt würde ich mit den Beinen hoch und runter 18 Mal pro Seite. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis ich quasi 18 mal 2 habe. Genau, das ist das Workout. 40 Minuten lang. Immer wieder wiederholen. Finisher war nicht angesetzt. Ich habe mir gedacht, ich selber mache gerade so viel, so wenig Beweglichkeit. Na, vor allem für mich selber und für all die Leute, die sagen, oh ja, mir geht es eigentlich genauso, noch einen Finisher dran gehangen. Mindestens 3 Minuten möchte ich gerne, dass ihr euch dehnt. In was für einer Position auch immer. Das kann der Couch-Stretch sein, das kann Schulter öffnen sein, vordere Beine, hintere Beine, müsst ihr euch überlegen. Wer sonst nichts weiß, kann mir gerne schreiben, aber ich glaube, das kriegt ihr ganz gut hin. Guti, viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich früher oder später in der Box wieder.